Aber kann kommen. Da wäre er halt ganz dran. Und so kommt die Traube. Also mein Name ist Johann Georg Sandmeier, ich bin vom Baureferat Hochbau und wir betreuen die Brunnen der Stadt München. Ich bin der zuständige Abteilungsleiter und habe die Ehre, immer jedes Jahr die Brunnensaison zu eröffnen, indem wir einen wichtigen Brunnen in der Innenstadt eröffnen, symbolisch für alle anderen. Ab dann beginnt der Sommer. Das scheint was Schönes für Sie zu sein. Das ist wunderbar. Das ist natürlich schön, vor allem wenn das Wetter passt, wie heute. Ursprünglich wird das ja immer traditionell am grünen Donnerstag gemacht. Nur dieses Mal hat letztes Jahr natürlich das Wetter Kapriolen geschlagen. Es hat geschneit. War mal kurz wieder schön, dann wieder geschneit, sodass wir das verschieben mussten aus Wettergründen. Aber wir haben ja super Dusel gehabt und heute ist es prima und bestens. Sonne lacht, das Wasser kann wieder benutzt werden, man kann sich an den Brunnen setzen und hier sich des schönen Wetters erfreuen. Wasser, das in den Brunnen verwendet wird, muss höchste Qualität haben und bei Umweltanlagen muss es dann Schwimmbadqualität haben. Also wir versuchen das ein bisschen einzudämmen durch Aufbereitung des Wassers, damit das Chlor, eine Veralgung nicht so vehement stattfindet. Aber natürlich können wir es nicht unterbrechen.